Hallo Lokführer, du bringst heute einen kleinen Güterwagenverband zur weiteren Disposition nach Nausring. Starte den Motor, der geht gerade aus, ne? Und rüste die Lok auf. Danach erfolgt zunächst Meldung beim FDL. Gute Fahrt. Ja, also ich denke mal, dass das funktioniert, das Szenario. Bei mir hat er jetzt nichts angezeigt, dass war gefehlt wurde, bis auf eine V200 in Rot. Aber das wird ja nicht das Problem sein. So, wie geht es jetzt nochmal mit der Lötmühle? Das war schon mal verkehrt. Das sind Loks, die man so selten fährt. Ne? Kraftstoff. Sie fahren LZB an. Makrofon hat er ja nicht, hat er nur ein Typhon. Von außen hört sich so an. Dann es werde Licht. Außer die Fahrdienstleitung Hof Zimmermann. Ja, ja, Lokführer, Zug Nummer 11, 22.5, Herr Erich, grüß dich, Hans. Hey Erich, grüß dich. Wie schaut's aus? Steh an Hofgleis 215.1, kann ich los? Steht was im Weg? 9 Waggons stehen an Hofgleis 213, du kannst sofort los. Lokführer, Zug Nummer 11, 22.5, hab verstanden, danke und wir haben's gleich. Alles klar, Erich, bis gleich, tschö. So, dann können wir langsam losfahren. So, jetzt machen wir dann das Licht aus und fahren wir vor zum Wendepunkt. So, müssen wir wahrscheinlich den Führerstand wechseln. Aber man kann schon mal. Ja, dann müssen wir die ankuppeln und dann ist Max krumm fahren. Auf 213 müssen wir. Steht auch schon unser Wagenmeister, wann das 213 ist. Ja, ist es. Thank you.
die Zwettinger, da kann er noch rausnehmen, weil das ist nicht der Zugschluss. Also jetzt nehme ich, wenn die Lok dran ist. Leitung hoch, Zimmermann. Der Erich nochmal, Lokführer zu 11.225, grüß dich. Jo Erich, wie schaut's? Ja, Waggons sind dran. Ich denke mal, ich kann los, ne? Kannst du. Irgendwas Besonderes auf die Strecke? Ja, in der Tat, du hast Gegenverkehr. Nein. Doch. Oh. Sehr Quatsch, Höhe-Köditz hast du wahrscheinlich einen kurzen Halt, wenige Minuten. Sonst alles schmerzfrei wie immer. Gut, Hans, danke dir und schöne Schicht wünsche ich dir noch. Alles klar. Erich, mach gut. Bis später. Ciao. Ja, tschüss. Das war irgendwie lustig. So. Ach Gott, lassen wir es halt drin, die Schilder. Solange wir hin will haben. Das Passiv-Dings ist alles an, Licht ist an. Instrumentenbeleuchtung hat er wahrscheinlich keine. Klinge brauchen wir ja keine. Bams ist gelöst und fahren wir mal los. Das ist auch relativ kurzer wieder zu. Ausfahrt mit 40. Mit der Lok darf ich aber auch nicht mehr Stuttgart fahren. Dass er Lok nach Stuttgart kommt, dann ist ganz da Dieselfahrverbot. Die Ludmila. Ich wollte aber gerade sagen. Auf N-Ware, ne? Also das N muss ich natürlich klein schreiben. Ja, was soll ich denn jetzt auf 80 hoch, weil es eben nur 50. Man natürlich bestätigt die 50. Oh, oh, oh. Geht's aber hoch.
Hat ja gesagt, in, ja, ich hab's wieder vergessen. Hat ja den Bahnhof gesagt, gefallen. Diesel zu sparen. Jetzt wird er leicht schaffen. Ist relativ leise. Benutzt man mal dort die elektrische Bremse. Thank you.
nur 40. Und jetzt ist es früh, Freitag bis 60. Gut, der Decke hier zukommt. Muss man nicht unnötig da. Füll mir bitte, was entgegen kommt, das Vertrieb war. Ist das 628 ist oder 638? Steht wahrscheinlich dort im Wald. Ne? Man nicht sieht. Ah, nein. Da steht aber Einfahrt. Oh, Karlsruher Kopf mit 218. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön, 232. 1, 2, 3, 4, 6 Waren. Komplett umgestellt, Güterzug.